Vor 6 Jahren wurde mein Sohn Thomas geboren. Vaterfreuden zu erleben, ist ein deutlicher Einschnitt im Leben. Denn ein Kind verändert Gedankengänge und Prioritäten. Seit diesem Ereignis sehe ich die Welt mit anderen Augen. Meine Gäste von damals kamen aus aller Welt und waren es gewohnt, das Beste vom Besten der Haute Cuisine vorzufinden. Immer und überall, unabhängig vom gastronomischen und kulturellen Kontext. Beim ersten Lächeln von Thomas habe ich mir gesagt, Schluss damit. Wer bin ich? Wo lebe ich? Weshalb suchen diese Gäste mich auf? Was kann ich ihnen anderes, besseres anbieten? Die Antwort war eigentlich naheliegend. Mein Territorium, meine Küche. Brot ist der Inbegriff für ein einfaches, gesundes Lebensmittel. Es freut mich, mit Thomas die Geschichte und die Tradition des Brotes teilen zu können. Brot zu backen ist eine Kunst und ich bin beileibe kein Bäcker. Aber die moderne Technologie ist auch beim Backen sogar ausgefeilter Brotsorten äußerst hilfreich. Beim Brotbacken ist die Wahl des richtigen Mehls das Um und Auf. Aber auch der Backvorgang selbst hat erheblichen Einfluss auf das Gelingen. Ein Automatikprogramm, das eine konstante Temperatur von 30 Grad hält, sorgt dafür, dass das Brot perfekt aufgeht. Während des Backens sorgen hingegen kontrollierte Dampfstöße für die richtige Feuchte im Backofen. Die Zufuhr von Feuchtigkeit am Beginn des Backvorgangs verzögert die Bildung der Brotkruste. Damit geht der Teig besser auf, die Kruste wird letztlich goldbraun und knusprig und die Krume wunderbar luftig.